Moin Moin und guten Abend, hier ist euer KK PC Player mit dem Together Projekt von Planet Z2. Hier ist noch zusätzlich der Hexacube. Hallo Hexacube. Guten Tag. Wir sind immer noch daran, endgültig mal die Verteidigungsplattform, besser gesagt zu Crossword Watchtower, endlich mal einzunehmen. Hexacube, du bist gerade am Ort des Geschehens. Wie sieht es aus? Schlecht. Nein, gut, aber... Naja, wir sind schon fast drin. Gut. Wie viele Gegner befinden sich gerade am Arsch der Welt, also dort? Einige, würde ich jetzt mal sagen. Einige? Oh, oh, oh. So, machen wir mal Wiederbelebung bei manchen Vögeln der Welt. Aber diesmal ist wenigstens die Framerate schön konstant. Ich hatte vorhin eine Probeaufnahme ja gehabt. Und die Framerate ist bei mir komplett eingebrochen. Jetzt beträgt sie aktuell gerade bis zu 29 Frames pro Sekunde. Ja, also bei mir schwankt es jetzt zwischen 20 und 30. Also geht ja eigentlich. Ja, das ist noch relativ vernünftig, sagen wir es mal so. Während meine ganze Framerate von vorhin richtig der Arsch war. Ich weiß leider nicht warum. Rücken vor! Achtung, hier geht's ja aber ab wie Schmidts Katze. Oh. Scheiße, ouch. So einzelne Einheiten schaffen es wirklich, uns alle, uns Masse dort zu besiegen, ist das krank. Hat jemand eigentlich schon mal versucht, die andere Treppe zu nehmen? Ich glaube nicht, das ist immer diese Gruppendummheit. Also ich mache das jetzt via andere Treppe. Um die Gegner ein bisschen zu irritieren. Wobei aus eigenen Erfahrungen, das bringt eigentlich nichts. Weil bei Battlefield denke ich oft genug einfach, weil es hieß ja früher immer, ja, Battlefield, das ist nicht mehr so mit purem Reinrennen und Ballern, sondern da soll man nachdenken können. Müssen. Und es ist eigentlich nicht so, weil ich habe einen Großteil der Zeit eigentlich gespielt mit Nachdenken und ich habe trotzdem nur Kills kassiert fast. Und seitdem ich jetzt eigentlich eher ohne Nachzudenken spiele. Hast du den Kommentar gerade gelesen? Nein. Es schreit einer, sind alle Personen, so, die hier spielen, so blind oder gehen sie gerne ins gegnerische Feuer rein, ungefähr so. Und das ist ja von Zickler Rouge. Also, ich sag mal, was er denkt oder sie denkt, ist dasselbe, was ich denke. Jo. Ach, ihr Mini. So, egal. Rennst du wieder rein? Wie alle anderen? Ja. Dann warte mal bitte, ich will mitkommen. Obwohl, ich gehe jetzt doch auch mal andersrum, also von der anderen Seite. Wenn ich der Panzer da mal durchlassen würde. Pass auf, der ja. würde dich auch... Ach. Hat ja, der dich erledigt? Ja, er hat mich zerquetscht, es war ein Teampanzer. Hör auf, dich selbst zu töten. Friendly Fire nennt man das schön, scheiße. Ja, Friendly zerquetschen. Das gibt's doch nicht, dieser Idiot. Egal. Das sind so manchmal wirklich die Idioten vom Team, die denken, die müssen alles zerquetschen. Was geht? Ah, bist du bekloppt oder was? Boah, was für ein Idiot, ey. Warum, was passiert? Ich will hochrennen.
Und dann fährt ein Scheißpanzer mir rückwärts in mich rein. Okay. Ja, ebenso ist es mir auch passiert. Genau so. Oh, was ist das für ein Noob, ey? Noob tun lässt grüßen. Da. Naja gut, mindestens probiert ihr jetzt. Kann jemand endlich mal die Lufteinheiten der Gegner ausschalten? Das wäre mal richtig nett. Ah ja, wir können, Sechser Cube, wieso rennen wir denn andauernd eigentlich rein? Damit wir das Ding erobern? Es sind drei Dinger und eins ist gerade. Beide gehören uns. Ja, und wir können eigentlich die beiden halten und die können ruhig ihr eins halten und wir gewinnen trotzdem. Ja? Ja, wir müssen ja nur eine bestimmte. Du hörst es ja. Wir müssen ja nur eine bestimmte Zeit die halten. Okay. Und wie lange ungefähr? Bis die Anzeige voll ist, die auf den linken mittleren Rand ist. Ah, okay. Dann haben wir auch gewonnen und kriegen unseren nächsten Zertifikat und so weiter zugestellt. Okay. Achtung, die attackieren von einer zweiten Base aus unsere Basis jetzt hier. Und zwar ist es Nord-Nord-Ost. Ja, ich bin gerade ein bisschen beschäftigt. Ich wollte nur in der Info abgeben, damit du auch jetzt weißt, wo er. Jawohl, Einrichtung erobert. Jo, 40 Zertifikate bekommen. Ach du meine Güte. Heilige Scheiße. Was denn? Weil ich jetzt gerade sozusagen da wo halt alle rumstanden gerannt bin. Oh. Aber ich habe ein paar mitgenommen. Eigentlich wäre das so geil wie bei richtigen Cyborgs, wenn man stirbt, dass man automatisch explodiert und alle Gegner mit in der Umgebung mitnimmt. Das wäre? Ja. Stirb! Stirb! Aber ich bin selber gestorben. Oh. Oh ja. So, haben wir die Basis. So, wo war ich gewesen? Hä? Wo war ich gewesen? Ich habe nur Stopp gesagt und bin gestorben. Was? So. Wo ist der Doc? Ja, wo ist denn der Patient, heißt es. Bei mir.